So, dann wollte ich Fecht mal als Wiederholung abspielen, da das ja mit Musik nicht funktioniert hat. Mal schauen, ob das funktioniert, soweit, dass ich das nochmal ein bisschen erzählen kann. Also erst wollte ich nach links fahren. So, dann habe ich geguckt auf der Karte und dann habe ich gesehen, okay, TNA 10E5 fährt ebenso dahin. Hier Helmholtz und FV. Dann kann ich nämlich hier rechts neben Berg fahren. Solange ich hier aufgeklärt bin, ist alles gut. Da hat die Arti die andere Arti schon mal raus. Fertig. T57 Heavy. Leo. Wie gesagt, ich bin nicht gespottet. Das ist gut so. So weiß der Gegner nämlich noch nicht, wo ich bin. Links gehen sie schon langsam vorwärts. Jetzt bin ich aufgeklärt. Jetzt muss ich mich beeilen. Und weg. Deckung hinterm Haus wieder. Nicht vor dem T57 Heavy, sondern eigentlich mehr vor der Arti. Was mir bestimmt auch gleich auffällt. So, jetzt haben wir jetzt mein T57 Heavy fertig machen irgendwie. Der ist abgeprallt. So, dann kümmern wir uns mal hier um die rechte Flanke von den Autolodern. Ein wenig unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass der 50B bereits am Nachladen ist, so wie es aussieht. Er sucht das Weite. Da haben wir Glück gehabt. Also dafür, dass die rechte Flanke völlig im Eimer ist, können sie noch lange da verweilen. Jetzt will er 50B. Genau. Das hat er M103 gut gemacht. Weil sonst hätte ich nämlich ganz schön doof ausgesehen. War noch nicht fertig mit Laden. Und da hinten steht noch ein Objekt. Jetzt haben wir auf dem Budget eingeaimt. Kriegt der Centurion noch welche? Ach ne, der 121, genau. Er steht so günstig. Natürlich schön doof von ihm. Ich sag dem M103, dass ich am Laden bin. Nicht, dass er denkt, ich hau ab. Er muss jetzt die Stellung halten. Aber ich denke, das hat er auch verstanden. Der Mapman bei 1700 sollte man nicht wissen. Aber, ist mein Badge raus hier. Ja. Autoloader. Jo, das gucke ich eben mal. TNA 10E5 hat verlegt nach hier. Die hätten vielleicht Cappen fahren sollen als Gegner, aber manchmal ist das so. Jetzt kommt der IR-7 noch und ich
fokussiere mich erstmal auf den E5. Da er nicht weiß, wo ich bin. Ich sage dem MR3, dass ich am Laden bin. Er sieht, dass ich nicht mehr lange brauche. Centurion. So, E5. Der letzte, ist klar. Der letzte darf nicht sitzen. So, da die jetzt immer noch denken, ich stehe da oben in der Ecke, kann ich jetzt in Ruhe hier ranfahren. Der sitzt natürlich nicht. So, jetzt gehen wir erstmal den HMX. Also der M103 hat auch gut mit dem gemacht, das hat mir gefallen gehabt. Wie man sieht, 4 Kills, 6739 Schaden.